schön, dass du da bist. Heute geht es mal um ein anderes Thema als Hochsensibilität. Es hat aber damit zu tun und das vor einem anderen Hintergrund. Und zwar bin ich in der Bibliothek von Rainer und Ilona Welde, zwei Freunde von mir, die eine Gutshofakademie haben, so nennt sich das, und da Berufsausbildung machen. Und wir planen etwas zusammen, und zwar eine Ausbildung zum zertifizierten Waldbademeister. Klingt jetzt erstmal total verrückt, ich weiß. Mir ging es nicht anders, als ich das Wort Waldbaden das erste Mal gehört habe, bis ich erfahren habe, was dahinter steht. Und zwar ist Waldbaden in Japan jetzt schon über 20 Jahre erforscht. Es geht darum, im Wald zu sein, also Naturverbundenheit. Mehr zu sich zu kommen, Achtsamkeit und die positiven Einflüsse des Waldes auf den Körper zu nutzen. Also zum Beispiel T-Helferzellen, also die gegen Krebs kämpfen, werden aktiver und ganz viele tolle Dinge. Ja, als ich das mit dem im Waldsein verstanden habe, ist es jetzt nicht esoterisch abgehoben oder irgendwas, sondern es geht um wissenschaftliche, erwiesene Dinge, Einflüsse auf uns. Und es gibt Menschen, die sich danach sehnen, mehr in der Natur zu sein. Und es gibt Menschen auf der anderen Seite, die sich danach sehnen, etwas mit Sinn zu tun, was sie liebend gerne tun, wozu sie sich berufen fühlen, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten, sie zu unterstützen. Ja, da sind dann Sachen zusammengekommen, zusammen mit dieser Gutshofakademie, mit den wunderschönen Räumlichkeiten. Und zwar, dass Rainer, Ilona und ich zusammen eine Ausbildung anbieten für Menschen, die sagen, ich kann mir das gut vorstellen, nebenberuflich Menschen zu mehr Achtsamkeit und Naturverbundenheit zu führen. Und für die gibt es diese Ausbildung zum Waldbademeister. Das heißt, das Ergebnis ist, dass du weißt, wie du Menschen in den Wald führen kannst, sie anführen kannst zum Waldbaden. Und wichtig, das hat jetzt nichts mit im Wald spazieren gehen zu tun, weil ich auch erst dachte, naja, Waldbaden, das kann ja jeder. Wozu brauche ich da eine Ausbildung oder einen Kurs? Ja, aber wenn wir ehrlich sind, viele Menschen brauchen das. Gerade wenn du in die Großstädte schaust, wie viele Menschen haben dann auch Kontakt zur Natur? Mir ging es selbst so, als ich in Berlin war, oft hat es irgendwie Wochen oder Monate gedauert, gerade in der Anfangszeit, bis ich mal wieder wirklich in der Natur war. Und ich meine jetzt nicht irgendwo einen Park, wo man noch alle Autos hört und die Luft verpestet ist und 10.000 Menschen sind, sondern da, wo wirklich Stille ist, wo du der einzige Mensch bist, wo du die Vögel zwitschern hörst, wo es einfach gut tut, da zu sein. Wo sich von alleine Gedanken lösen und klären und ja, du die Antwort in dir findest, statt in deinem Smartphone oder bei Google. Und da ist der Punkt, Waldbaden könnte sein, dass das ein Trend wird. Es gibt schon die ersten VHS-Kurse jetzt in Deutschland. In Amerika ist es schon viel weiter, in Japan auch. Es gibt den ersten Heilwald in Deutschland. Es gibt immer mehr Menschen, die das für sich entdecken. Ich finde es auch wunderschön. Also auf der einen Seite denke ich mir, wozu braucht man eine Ausbildung dafür? So etwas, was selbstverständlich sein sollte. Ja, aber auf der anderen Seite ist das gerade, wo wir stehen mit der Gesellschaft. Ich meine, schau dir die Welt an. Schau, wie weit entfernt wir von der Natur sind. Und ich selbst habe ein paar Jahre gebraucht, eben seit meinem Burnout, um wieder so weit mit mir in Kontakt zu kommen, dass ich jetzt inzwischen wieder regelmäßig im Wald bin und in der Natur. Das ist das, was man nicht sieht, wenn ich YouTube-Videos mache. Ja, viele sind ja in der Natur, aber ich laufe da vorher die ganze Zeit rum, überlege mir, was sage ich, wie verpacke ich das, was muss ich beachten. Ich bin da oft, wenn ich neue Projekte plane, wie eben auch diesen Waldbade-Workshop. Ich war letzte Woche, keine Ahnung, 10, 15 Stunden im Wald und das ist Arbeitszeit für mich. Total schön. Ja, und deswegen einfach die Einladung an dich, wenn du an einer Stelle bist, wo du dich vielleicht umschaust nach neuen Berufsmöglichkeiten, wo du sagst, oh, irgendwie, das ist nichts für mich, was ich da mache, das erfüllt mich nicht. Waldbaden könnte vielleicht etwas für dich sein. Kannst da unten auf den Link schauen, da gibt es mehr Informationen. Vollberuflich ist es vielleicht gerade noch nichts, aber nebenberufliche Tätigkeit, wenn du sagst, hey, einmal die Woche nehme ich eine Gruppe mit in den Wald, 10, 15 Leute, vielleicht auch sowas, wenn du Physiotherapeut bist oder in sozialen Berufen arbeitest, wo du im 1:1 mit Klienten bist und die dich den ganzen Tag vollquatschen vielleicht noch und es ist super anstrengend, dieses 1:1 und der Terminkalender ist voll, stattdessen zu sagen, hey, ich nehme einfach eine Gruppe und nehme die mit in den Wald. Und die müssen nicht unterhalten werden, sondern es geht viel darum, einfach eben in Stille anzukommen und mal nicht reizüberflutet zu sein. Das Gegenteil von Social Media quasi, das Gegenteil von Reizüberflutung. Eingebunden in einen Rahmen von zum Beispiel 3 Stunden im Wald sein. Auch Hotels bieten es inzwischen teilweise an, dass da jemand ist, ein Mitarbeiter, der
Menschen im Waldbaden anleiten kann. Also gibt es 1000 Möglichkeiten. Vom Tourismusverband gab es hier schon eine Anfrage an Ilona und Rainer. Könnt ihr nicht da was dazu machen? Also ja, es fängt gerade an. Es ist gerade etwas, was sich auftut als eine Möglichkeit. Und deswegen, wenn du sagst, das ist vielleicht was für dich, schau dir einfach die näheren Informationen an. Und vielleicht sehen wir uns dann in ein paar Wochen oder bald auf dem wunderschönen Gutshof, der 300 Jahre alt ist, hier mitten in der Natur. Ja, ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Herzliche Grüße und alles Liebe aus der Bibliothek.